Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich habe Selim Sürmeli bei mir und wir hatten schon mal öfter über die Jahre Sendungen gemacht und befasst sich seit Jahren eigentlich mit der Rechtslage in der BRD. Wie nennt ihr euch als Gemeinschaft der Menschen? Früher hieß es aber auch schon mal Amt für Menschenrechte und so weiter. Warum habt ihr euch da jetzt umbenannt und was war da die Motivation? Also wir haben uns nicht umbenannt, sondern wir sind auf den Ursprung der Gemeinschaften gegangen, weil man innerhalb der Gesellschaften eigentlich das Recht nicht erreichen kann, weil allen Ursprungs des Rechts ist die Gemeinschaft und aus den Gemeinschaften können sich dann die Gesellschaften bilden. Wir haben dann festgestellt, dass eben die Gesellschaften eben ohne den das Recht sich gebildet haben und eben Unrecht praktizieren. Die Leute oder die Menschen, die Unrecht erfahren haben, wissen, wovon wir reden. Die Menschen, die noch nicht ganz wach geworden sind, denen bieten wir jetzt in diesem Interview halt an, sich ein bisschen Gedanken zu machen, warum das so ist und wie es passiert, um eben sich selbst zu befreien. Die Menschenrechte war schon immer mal ein Thema. Da sagt man, man sieht ja an vielen Beispielen, dass oftmals die Menschenrechte hier nicht geachtet werden. Woran liegt das, dass wir gar nicht als Menschen angesehen werden, sondern als Personen? Wir haben ja auch den Personen- oder Personalausweis. Ja. Ist das die Krux, dass wir gar nicht als Menschen behandelt werden? Ja, das Problem ist einfach, wir leben in einem, ja, wie soll ich sagen, unechten System. Ich werde das jetzt mal kurz erläutern, dann werden sich auch vielleicht die Fragen über die Staatsangehörigkeit und Staatsbürgerschaft klären lassen. Wir haben ja auch eine Akademie für Menschenrechte, in der wir diese Situation erforschen und wir sind zur Erkenntnis gelangt, aufgrund unserer jahrelangen Forschung, dass hier alles unecht ist. Das heißt, unecht heißt Gesetz. Ich fange jetzt ganz einfach an zu erklären. Im Grundgesetz, in der Präambel des Grundgesetzes ist die Rede davon, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen soll die Bundesrepublik dienen. Genau das ist eben nicht der Fall. Es ist nichts umgesetzt worden. Ich fange jetzt ganz kurz an. Es ist nach der Präambel ist es so, dass der Mensch vom Gott auf die Erde gesandt worden ist als Botschaft und der Mensch hat Immunität. Der Mensch hat Immunität und zwar in dem Moment, wo er auf die Erde geboren wird, ist er ja ein Mensch und er wird dann zur Person, zu einer Sache, indem man dem Menschen eine Geburtsurkunde andichtet, und zwar in der Welt. Das ist der Vertrag. Und dieser Vertrag macht den Menschen rechtlos in der Welt, weil er hat ja eigentlich alle Rechte ja in sich. Er ist ja Mensch. Und ein Mensch trägt alle Rechte in sich. Also das ist ja ursprünglich in der Präambel, ist es ja sehr edel, wirklich der Mensch inkarniert sozusagen, kommt hier vom Schöpfer auf die Erde und hat dann, aber das, alle dann Rechte. Wird er umfirmiert, dann wird er quasi umfirmiert oder benannt also zur in Person. Und dann wundert er sich, dass die Menschenrechte nicht anerkannt werden, oder wie? Nein, ja, er wird dann dadurch, dass es eine Person ist, Person bedeutet ja, also Privatperson bedeutet ja übersetzt in Wikipedia einfach reinschauen, Idiot, man hält die Menschen für unmündig, man macht sie unmündig und viele wollen ja auch souverän sein, Souveränität nach römischem Recht, wir haben ja hier römisches Recht, Rom 1, 2, 3 Statut ist ja hier aktuell, dadurch auch der ESM-Vertrag, nach dem Rom-Statut oder römisches Recht im Latein bedeutet souverän, Riesenarschloch. Ja. Super Anus heißt das und die Leute denken, aha, ich bin souverän, ich bin hier eine Person, ich bin der und der. Also das alles bedeutet, eigentlich wird man ja hier zur Person degradiert und eine Person ist im Juristischen eine gedachte Sache. Und dadurch, dass ein Mensch zur gedachten Sache wird,
ist er dann weit unter dem Recht des Tieres, weil er, weil es ja nur vier Möglichkeiten gibt. Es gibt ja Gegenstände, es gibt eben Pflanzen, pflanzliche Lebewesen und auch tierische Lebewesen und es gibt den Menschen. Und Gott hat den Menschen erschaffen, damit der Mensch weiter auf Erden in der Welt ist. Und zwar als Botschaft. Er trägt ja eine Botschaft in sich. Er soll es ja verwalten. Dadurch und durch diese Botschaft, das ist der Schöpferbund, das ist der eigentlich der oberste Vertrag, den der Mensch einzuhalten hat, nach den noahidischen Geboten. Es gibt also die 10 Gebote und die 7 Verbote. Zu den 7 Verboten zählt dazu, dass der Gerichtshof der Menschen gemacht werden muss, der diese Gebote einhält. Und man hat hier ganz einfach den Menschen das Recht oder den Schöpferbund geklaut, indem man, also man sieht es ja damals wie beim Islam, wer die Videos sich anschaut, da heißt es ja auch, es gibt nur einen Schöpfer und ich bin der Gesandte des Schöpfers, das ist ja genau diese Aussage. Und der Islam ist auch keine Religion, sondern ein Glaube. Man glaubt an den Schöpfer. Und das macht das Christentum und das Judentum auch nicht anders. Nur Religion und Glaube sind zwei verschiedene Dinge. Ja. Ja? Und warum man nicht mehr glaubt, ist, weil es Religion gibt. Mhm. Und deswegen kann der Islam hier auch nicht anerkannt werden in der Bundesrepublik, weil der Glaube ist ja nicht körperliches, sondern das ist der Vertrag. So wie auch das Grundgesetz ein Vertrag ist. Mhm. Und man kann also auch nur dem Vertrag beitreten, indem man eben rechtsfähig ist. Und rechtsfähig sind nur Menschen. Und jetzt komme ich auf diesen Punkt, warum das alles unecht ist, weil es geht um die Begriffe. Dadurch, dass der Mensch ist so geworden derzeit, und zwar aufgrund verschiedener profaner Verträge. Profan bedeutet unheilig. Das heißt, das Recht ist heilig, das Recht des Menschen ist heilig und profanes Unrecht ist Gesetz. Das heißt, Gesetze brechen das Recht des Menschen und sind eigentlich verboten. Das ist Götzenkult, beziehungsweise das ist eben Blasphemie, weil man das Recht des Menschen durch Gesetze bricht. Und dieses Brechen der Gesetze funktioniert so, dass man die Gemeinschaft der Menschen, die an den Schöpfer glauben oder an die Schöpfung glauben, es ist also völlig egal, sondern der Mensch ist die Botschaft. Der Mensch selbst ist die Botschaft und die Welt, in der Welt sollen die Sachen uns Menschen dienen. Aber was ist in der Zwischenzeit? Dadurch, dass der Mensch Person wird, sinkt er ja weit unter der Sache, unter dem Ding, ja, zu einer gedachten Sache. Das heißt, nicht nur die Menschen sind gedachte Sachen, das nennt man natürliche Person. Da gibt es ja noch den juristischen Personen. Zu den juristischen Personen zählen zum Beispiel die Fiktionen, das sind die Politiker. Dazu dann gibt es die Schatten, das sind die Rechtspositivisten. Und dann gibt es die Gewaltpositivisten, das sind die Maskenannahmen, also Trachten tragen. Und also es gibt Gesetzespositivisten, Rechtspositivisten und eben Gewaltpositivisten. Und ohne diese Gewaltpositivisten könnte man zum Beispiel dieses, was man hier Staat nennt, nicht aufrechterhalten. Es ist ja ein Bundesstaat. Sind damit jetzt also Polizisten uniformiert, genau, sozusagen gemeint? Genau. Und jetzt möchte ich erklären, warum es hier auch keine Gemeinden gibt, warum es keine Staatsbürger gibt. Und zwar dadurch, dass die Menschen hier zur Person werden. Die sind es ja unechte Menschen. Und unechte Menschen werden hier nicht zu Bürgern wie früher gemacht. Also der bürgerliche Tod ist eingetreten nach dem preußischen Recht. Preußen, ich habe verschiedene Videos gesehen von Tix und Mix und wie sie alle heißen. Das ist alles falsch dargestellt, weil die Leute beschäftigen sich nicht wie wir in der Akademie mit solchen Sachen, mit der Schöpfergeschichte, sondern das sind alles Meinungen. Ja? Es gibt hier gar keine Menschen mehr, sondern nur Personen. Und der Personenkult ist ein Personalgötzenkult,
Und das kommt natürlich aus der nationalsozialistischen Zeit und das ist Faschismus. Faschismus bedeutet im engeren Sinn, kann man auch nachlesen, auch unter Wikipedia, ist eine rechtsgerichtete Gewalt. Und das eine rechtsgerichtete Gewalt bedeutet gegen das Recht des Menschen gerichtete Gewalt. Und der Nationalsozialismus ist ein Personalkult, das heißt, in diesem Personalkult, das ist wie ein Karnevalsverein, da wird eine Vereinssatzung gemacht und in dieser Vereinssatzung heißt es dann, der Polizist ist dann beamtet, obwohl ein Polizist ist ja kein Mensch, sondern das ist auch nicht eine natürliche Person, sondern das ist eine juristische Figur, eine juristische Mensch, die juristische Person. Und eine juristische Person ist ja weit weniger als eine natürliche Person oder auch gar kein Mensch. Ja. Jetzt fangen wir an, also juristische Personen oder Personen sind figürliche Agenten in der Fiktionstheorie. Steht im BGB drin, in den Kommentierungen, dass es sich um eine Fiktion handelt, also etwas Unechtes, was Gedachtes. Und jetzt kommen diese Richter und Staatsanwälte, Polizisten und sagen, ich bin beamtet, natürlich sind sie beamtet, in ihrem Karnevalsverein können sie sagen, ich bin der Präsident, ich bin der und jeniger, ich bin Beamter, sie sind untereinander beamtet, das stimmt auch. Aber gegenüber dem Menschen sind sie bedienstet, deswegen kommen sie mit ihrem Dienstausweis. Und sie dürfen gegen den Menschen auch nichts machen. Aber solange wir uns eben selber als Person sehen, sind wir noch darunter und dann können sie über uns bestimmen, oder wie? Ich komme drauf jetzt, sie dürfen gegen, also im Polizeigesetz Niedersachsen steht drin, sobald ein Mensch sagt, meine Menschenwürde ist verletzt, müssen die sofort verschwinden, als wenn man also ein Dua macht, so einen geistlichen Spruch macht, müssen sie eigentlich verschwinden. Zauberspruch. Ja, Zauberspruch. Nee. Man sieht das, also man muss die ganzen Polizeigesetze durchgeackert haben, um das zu verstehen. Mhm. Sie dürfen nur auf Personen etwas tun. Sie dürfen nur Einfluss auf Personen nehmen, weil sie auch nur juristische Fiktion sind. Und deswegen sagen sie, wir haben gar keine Menschenrechtsverletzung begangen. Wissen denn das die Beamten, wenn ich jetzt also wirklich mit jemandem konfrontiert bin und der will irgendwas von mir, was ich nicht will, und ich sage ihm das, ich bin keine Person, ich bin ein Mensch, zieht er sich dann zurück oder muss man dem das dann auch nochmal verklugfiedeln sozusagen? Okay. Also dadurch, dass in den juristischen Personen natürliche Personen drinstecken, die auch Idioten sind, ja, Personen. Und sie stellen sich ja vor, dass sie etwas weiter sind als was und sie erkennen den Menschen nicht. Das heißt, die Menschen erkennen in der Zwischenzeit den Menschen nicht und der Grund ist ganz einfach. Man hat im preußischen Recht und so weiter hat man versucht, die Rechte des Menschen einzupflegen und so weiter. Und man hat hier den bürgerlichen Tod gebracht, indem man den Menschen zur Person degradiert hat. Diese Degradierung funktioniert folgendermaßen aufgrund der, und das ist von langer Zeit geplant. Wir haben die Geschichte studiert und ich bin also einer der wenigen Leute, die das also von sich behaupten würden, dass, wenn ich es nicht wüsste. Man hat die Menschen dazu gebracht, sich gegenseitig zu töten, indem man Kriege gemacht hat. Kriege kommen von Kriegen. Das hat nichts mit Wehren zu tun, sondern was mit Kriegen zu tun. Das ist Sachenkult. Und dadurch, das sind diese sogenannten Angehörigen. Dann hat man gesagt, pass auf, wir schaffen jetzt Blutboden und so, und Vaterland und Mutterland und Blutboden. Sowas gibt es nicht. Finger weg davon. Denn der Gott hat uns auf Erden in die Welt gebracht. Und hier gehört es jedem Menschen. Und dadurch, dass die Leute gaffig geworden sind und auch Gaffer sind, sind sie eben auch gierig. Das ist Haram, also Sünde. Und dadurch, dass die Menschen sich in eine Sünde sich begeben haben, sind sie bestraft worden. Und das unter anderem die Genfer Konvention, die Haager Landkriegsordnung und die Genfer Konvention. Und nach der Haager Landkriegsordnung wurden die Menschen durch die Weltkriege 1 und 2 dadurch, dass sie sich gegenseitig die Menschen umgebracht haben, in sogenannten Materialschlachten, sind sie nicht nur unmündig geworden, sondern sie wurden eigentümerinternierte Flüchtlinge.
So erklärt sich das auch, dass den Menschen gar nichts gehört. Sie können kein Eigentum erwerben, weil sie interniert sind. Das ist ein Internierungslager. Die ganzen Staaten, die von den Vereinten Nationen hier organisiert werden und durch die internationale Arbeiterorganisation hier unter dieser Organisationsstruktur und auch diese Geldstruktur, wie der ESM-Vertrag ist, ist eigentlich auf Menschen gar nicht anwendbar, nur auf Personen. Und deswegen gibt es ein Personalstatut und so weiter. Also wenn jemand sagt, ich bin ein Mensch, haben sie das sein zu lassen. Das wiederum liegt daran, dass die Menschen Eigentümer internierte Flüchtlinge nach der Genfer Konvention sind, weil die Gründe der Inhaftierung weiterhin fortwirken, nämlich der Faschismus und der Nationalsozialismus. So wie in Artikel 139 vorgeschrieben ist, den abzuschaffen, damit überhaupt das Grundgesetz in seine nächste Phase eintreten kann. Und in die nächste Phase kann es eintreten, wenn sich die Menschen gegenseitig erkennen, wir beide und die anderen. Sie müssen in eine Gemeinschaft der Menschen kommen. In die Gemeinschaft der Menschen kommen. Sie müssen sich zum Schöpferbund bekennen, dass sie sich untereinander als Mensch in Einheit, Freiheit und Toleranz erkennen. Und dann können sie aufgrund dieser moralischen Gemeinschaft, können sie dann Gebietskörperschaften bzw. Staaten bilden. Also Gesellschaften bilden. Das ist natürlich hier falsch gemacht worden. Es haben sich dann die Staaten gebildet, weil alle Menschen wurden Eigentümer interniert. Und zwar durch die Genfer Konvention, weil sich das ja weltweit war. Und die Menschen sind Eigentümer interniert, weil man ihnen ja das vorwirft, dass durch diese politische Geschichte die Menschen mitgeschaut, also als Gaffer da waren, sich unmündig verhalten haben und die Leute, die sich dagegen aufgelehnt haben, wurden natürlich erschossen oder irgendwas anderes gemacht. Und wer hat das gemacht? Steht in Wikipedia groß drin. Es war die Polizei. Es war die Polizei. Und die Polizei ist nicht entnazifiziert worden. Und ich komme jetzt also zu diesem ganzen Drumherum. Das ist also, wenn man diese Geschichte sich anschaut, gibt es aber auch eine Lösung. Das steht auch in der Genfer Konvention, Artikel 132 drin. Da steht drin, wenn die Gründe der Inhaftierung entfallen, so haben die Gewahrsamstaaten zukünftig so schnell wie möglich die geschützten Personen zu entlassen oder freizulassen. Geschützte Personen sind Menschen, nämlich Menschen, die vor der Person geschützt werden müssen. Das ist so irre, das kann man sich nicht vorstellen. So, und wie wird man frei? Aufgrund einfach des Glaubens, Glaubensfreiheit. Und das heißt, wenn man natürlich an den Sachenkult glaubt, dann befreit man sich ja, weil man ja sich im Personenkult der Sachen befindet. Also man muss sagen, okay, in Einheit, Freiheit und Toleranz erkenne ich meinen Bruder als Menschen an und ich gewähre jedem dasselbe Recht. Und dadurch, dass dieses Recht, dass die Menschen entfallen sind, gab es die Gesetze und Gesetze sind ja eigentlich... Umgang mit Sachen sozusagen. Genau, Gesetz ist eigentlich Unrecht, weil sie das Recht ja einschränken. Ja? Und jetzt kommen wir, es ist sehr kompliziert, das zu erklären für einen Laien, aber wenn man das natürlich in meinem Gesamtbild sieht, ist es sehr, sehr einfach. Und ich komme jetzt dazu, was die Polizei machen darf oder nicht machen darf. Also und die Polizei ist das Problem, weil alles wird ja hier, jedes idiotische Gesetz wird ja mit Polizeigewalt durchgesetzt. Ja. Und die Polizei ist es hier, die eigentlich hier die Verantwortung trägt. Und die Polizei sind ja nicht beamtet, sondern nur intern beamtet. Das ist ein In-sich-Geschäft und das ist verboten. Jetzt will ich auch sagen, wo man das lesen kann. In Artikel 19 steht da drin. Welches Gesetz? Das ist Artikel 19 Grundgesetz, steht drin. Ein Gesetz muss nicht für den Einzelfall gelten, sondern allgemeingültig sein. Wenn es gibt für jeden Menschen gibt es die Rechtspflicht. Es ist für jeden Menschen die Rechtspflicht, sein Recht zu verteidigen. Weil wer seine Rechte nicht kennt, hat keine Rechte. Und somit macht er sich unmündig. Es ist jeder Mensch ist verpflichtet, wenn ein Polizist einen anderen Menschen verletzt, nicht Personen. Es gibt keine Personen, es gibt nur Menschen. Für die Menschen gibt es nur Menschen. Personen sind Götzenkult. Wenn ein Polizist einen anderen Menschen nicht verletzt, indem er zum Beispiel Platzverweis erteilt und ihn dort vom Hof jagt, sowas gibt es nicht. Dem Mensch gehört dieser Platz. Es darf niemand, weil es ist allgemeingültig.
Das Recht ist immer allgemeingültig. Wenn ein Polizist kommt und sagt, verschwinde von hier, dann behandelt er den Menschen als eine Person. Es sei denn, man darf eins nicht machen, es gibt zwei Arten nach dem noetischen Gebot. Einmal peinliches Verhalten, dass man also Straftaten macht, und affektives Verhalten, dass man aus einer bestimmten Laune beispielsweise jemanden beschimpft, jemanden beleidigt. Wut, Aggression. Wut, Aggression. Ja. Also man muss ganz ruhig, das ist also ganz wichtig, ruhig bleiben und sagen, ich bin ein Mensch oder wie? Nein, affektives Verhalten fängt nur dann an, wenn durch dieses affektive Verhalten beispielsweise in dieser Misslaune jemand den anderen schlägt. Ja, okay. Also Körperverletzung. Ja. Also das eben aufgrund einer, aufgrund dieser Sachlage. Die Leute verstehen das nicht. Also wenn jemand eben Aggression zeigt, ist es noch keine affektives Handeln, denn das kann auch eine Abwehr sein, einer unerlaubten Handlung. Und profanes, also eben auch das peinliche Verhalten ist zum Beispiel, wenn jemand irgendwo hingeht und eine Bank überfällt. Das ist natürlich nicht gut, weil die Menschen handeln ja nicht aus gutem Glauben, sondern sie handeln aus Gier. Mhm. Ja? Also der kann sich dann schlecht auf das Menschenrecht beziehen und sagen, Moment mal, ich bin ein Mensch, er handelt nicht wie ein Mensch. Also ich habe das letzte Woche in Karlsruhe gehabt, da sagt er, ja, ich bin Polizeibeamter, da habe ich gesagt, da träumst du noch von, habe ich gesagt, dass du Polizeibeamter bist, mir gegenüber, du bist, sage ich, bedienstet, mir gegenüber verpflichtet sogar. Und dann sagt er, ja, sagt er, wenn ich nach Hause komme und meine Sachen ablege, dann bin ich doch Mensch. Und da habe ich gesagt, nun hör mal zu, sage ich, da drüben hast du einen Steckbrief, da steht drin Bankräuber. Der Mann hat eine Bank ausgeraubt, jetzt sucht er diesen Mann und jetzt macht er seine Kapuze ab, nachdem er den Bankraub gemacht hat und sagt, ich bin jetzt Mensch, ihr könnt mich jetzt nicht fassen. Nein, sage ich, der macht sich eben dadurch, dass er in den anderen Götzenkult reingetreten ist, ist er Götze geworden und er kann sich nur dann befreien, indem er den Schaden bezahlt, wieder gut macht, das Unrecht erkennt und sich danach nach der Restitution amnestiert. Habe ich gesagt, wenn du Polizist bist und hast hier Straftaten gegen Menschen verübt, dann wirst du erst nur dann freigelassen, habe ich gesagt, wenn du das Unrecht erkannt hast, wenn du das wieder gut gemacht hast bei den Opfern, wenn du den Schaden bezahlt hast und erst dann kannst du amnestiert werden. Das ist nämlich These, Antithese, Synthese. Man kann ja natürlich nicht jemand verzeihen, wenn er das nicht erkannt hat. Ja, das heißt, das ist die Theorie oder beziehungsweise die Metaphysik der reinen Vernunft. Wie soll denn jemand etwas lernen, wenn er die Erkenntnis nicht gewonnen hat? Das heißt, wie kann denn ein Polizist beamtet sein? Ein Amt ist eine moralische Verpflichtung. Ein Beamter, der juristische Fiktion ist, kann gar kein Beamter sein. Das ist nur ein Karnevalsverein. Ja? Und wie soll denn ein Richter beamtet sein? Wie soll denn ein Staatsanwalt? Das ist doch kein Mensch, sondern eine Fiktion. Also Polizei ist ja im Grunde auch eine Wortmarke, die irgendwo geschützt ist. Genau. Ja? Oder überhaupt, ob sie noch geschützt ist, weiß man nicht. Jedenfalls ist es ein Markenschutz drauf auf dem Wort Polizei. Ja, von der Gemeinschaft. Also das heißt, alle Rechte des Schöpfers gehen auf die Rechte der Menschen über, und zwar in der Gemeinschaft. Und dieses Recht, jus singularium, kann auch nicht durch eine Partei oder politische Entscheidung weggenommen werden. Weil die Menschenrechte sind unverletzlich, unveräußerlich und nicht verhandelbar. Das ist das Problem. Und dadurch, dass die Personen bewegen sich ja in einem Götzenkult und der Mensch bewegt sich in einem heiligen Gemeinschaft. Und das ist das Problem, was wir hier haben. Wir haben hier profanes Unrecht durch Gesetz. Die Gesetze sind es. Je mehr Demokratie, je mehr Gesetz, desto mehr Unrecht haben wir hier. Also das, was Sie hier sehen, das ist das Problem, was wir hier haben. Und jetzt komme ich zu diesen Gemeinden. Man kann das lesen auf der Internetseite Finanzministerium, Ministerium der Finanzen heißt das, Bundesministerium der Finanzen. Da gibt es einen Artikel über das Bundesvermögen. Da drin steht, dass die Gemeinden keine echten Gemeinden sind, sondern nach § 15 Aktiengesetz sind es Unternehmen. Gemeinden sind Unternehmen. Das Problem ist ganz einfach zu erklären oder dieses Missverständnis. In den Städten gibt es ja auch keine Menschen und ohne Menschen, also nur Menschen können auch ein Amt bekleiden und auch nur Menschen können auch bürgen. Ich bürge für dich, für meinen Bruder, für meine Schwester, für meine Familie. Eine Sache, eine Fiktion kann nicht bürgen. Also gibt es keine Bürger, sondern nur
Einwohner. Einwohner sind Eigentümer internierte Flüchtlinge, also Personen. Und diese Eigentümer internierte Flüchtlinge, diese Personen sind Einwohner und deswegen kriegen sie einen Personalausweis. Ja. Okay? Und mit der Geburt ist der Mensch ja geboren mit all seinen Rechten. Aber dadurch, dass er eine Geburtsurkunde bekommt, wird er zur Person degradiert und wird dann registriert. Ein Mensch kann sich nicht registrieren, er ist ja da. Also es ist wie eine Sache registriert wird, genau. Ein Inventarverzeichnis, genau. Sozusagen. Genau. Und deswegen müssen die Menschen keinen Personalausweis haben, sondern sie brauchen eine Entität. Entität heißt was? Ja, Entität ist nicht eine Identität, sondern eine Entität. Sie sind ein Teil der menschlichen Gemeinschaft, ja. Und nur die menschliche Gemeinschaft kann dann, aus der Gemeinschaft können dann nachher diese Gesellschaften gebildet werden. Und es gibt drei Arten von Verbänden. Politische Verbände, gewerkschaftliche Verbände und religiöse Verbände. Und man hat die Verbände gemacht ohne das Glauben. Also der Polizist glaubt nicht, der Richter glaubt nicht, weil er alles Fiktion sind. Das sind nämlich die Positivisten, und Positivisten kennen keinen Transzendenzbezug. Das heißt, das Grundgesetz kann niemals Gültigkeit bekommen, nämlich das deutsche Volk bekennt sich zu den Menschenrechten. Es gibt auch das deutsche Volk in diesem Sinne nicht, weil ich habe also sehr lange recherchiert. Es gibt einmal das deutsche Volk groß geschrieben, es gibt das kleingeschrieben. Das kleingeschriebene deutsche Volk ist das Nazi-Volk im Rechtsstand von 1937 gemäß Artikel 116. Da gibt es im Internet auch noch irgendwelche wieder falsche Informationen, also um es zu zerstreuen. Vergiss das alles. Es gibt nur eine Information, die richtig ist, und diese richtige Information ist das, was wirklich gemacht werden muss, wenn ihr das aus der Sicht des Schöpferbundes, des Vertrages seht. Und dieser Vertrag, ich komme jetzt gleich nochmal zur Polizei und Artikel 19, dieser Vertrag beinhaltet, dass jedermanns Recht, dem anderen Menschen zu helfen, das ist eine Rechts- und Garantenpflicht, das ist eine Pflicht. Und wenn ein Polizist auf einen Menschen prügelt, das darf er nicht. Der Polizist darf höchstens bei einer Gewaltakt den Menschen verhaften, dass er keine Gewalt auf Menschen verübt. Mhm. Das darf der Polizist. Das ist also die positive Funktion, die er eigentlich hat. Nur diese Funktion hat er. Ja. Aber er maß sich ja an, dass er Personenkontrollen machen darf. Wie kann denn eine juristische Fiktion eine natürliche Fiktion kontrollieren? Das ist also weit darunter. Ja. Das Problem ist, der sagt, das ist mein Satzungsrecht, wir haben uns einen Verein gegeben und innerhalb des Vereins haben wir einen Vertrag gemacht, dich auszurauben, dich zu verprügeln oder dich wegzujagen. Deswegen heißt der Polizist ja auch Bulle, weil zum Beispiel das Land Bayern bedeutet Land, ja, Viehzucht. Ja. Deswegen hatte man ja damals auch das Gesetz gemacht, eben auf das Kronhornvieh schießen, also mit Kanonen auf Rinder zu schießen und damit also auf gehörnte Menschen. Ja, man bringt den Menschen in diesen Sachen und Personalgötzenkult rein, und in diesem Personalgötzenkult, der Richter kann ja gar nicht einen Menschen verurteilen. Und wir haben also alle Gesetze uns angeschaut, Strafprozessordnung, Zivilprozessordnung, Strafgesetzbuch, bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetze, die Ordnungswidrigkeitsgesetze, Richtlinien für Straf- und Bußgeldvorschriften, alle möglichen SGB 1 bis SGB 12, alle diese Gesetze sind alle nicht und für Menschen nicht anwendbar, nur auf Personen. Dieser Gehörnte, hast du eben gesagt, der ist ja im Grunde auf dem Personalausweis, sieht man ja hinten, da ist diese in der grafischen Struktur, ja. Dieses Ding mit Hörnern, ja. Drauf, hat man dann oft als satanisch, genau. Interpretiert, aber dann ist das tatsächlich das Vieh, das auf dem Land quasi, genau. als Sache angesehen wird. Also, der Mensch sinkt ja weit drunter, weil Gegenstände sind ja sichtbar, also Pflanzen sind sichtbar, Tiere sind sichtbar, aber der Mensch, der dann zur Person wird, sinkt ja weit darunter, weil er nur eine gedachte Fiktion ist. Das ist die Fiktionstheorie von Savignon. Das wird im Übrigen, alle Rechtsgelehrten verneinen das, und jeder, der das nicht verneint hat, ist wahrscheinlich umgebracht worden.
Ja, man sieht das ja bei vielen, in Anführungsstrichen, Staatsoberhäuptern, ist es ja so, dass sie vergiftet worden sind. Atatürk zum Beispiel ist vergiftet worden, da bin ich mir ganz sicher. Wenn man ihn untersuchen würde, würde man das feststellen, weil er wollte wahrscheinlich sein Volk, das türkische Volk, nicht versklaven, aber um es also in die Vereinten Nationen reinzubringen, hat man das gemacht. Und der Grund, warum zum Beispiel die Türkei im Zweiten Weltkrieg nicht eingegangen ist, ist Laizismus, Trennung von Staat und Religion. Und weil der Nationalsozialist nicht nur eine Ideologie war, sondern also es war ja nicht nur eine politische Partei, die NSDAP, sondern auch eine Ideologie, ein Glauben an was auch immer, sage ich mal so, konnte die Türkei auch nicht irgendwie Kooperationen schließen und hat dann vielleicht versucht, auch Güter zu bringen, aber die Türkei hat sich nicht mit in den Krieg eingeschaltet. Dennoch mussten alle ich sag mal, Staaten oder Länder mit den Vereinten Nationen kooperieren, um beispielsweise die Menschen in den Götzenkult zu ziehen. Das heißt, der Götzenkult endet, wenn die Vereinten Nationen sich auflösen oder in eine andere Struktur reingehen. Deswegen hat man die International Labour Organization gemacht, damit die Menschen als Arbeiter, ja, Arbeit macht frei, wie der Moderator in Berlin rausgeflogen ist oder die Eva Herrmann rausgeflogen ist, wo gesagt worden ist, nicht alles, was im Zweiten Weltkrieg war, schlecht. Und das hat man nicht gemacht, weil sie was Falsches gesagt hat, sondern weil sie was Richtiges gesagt hat. Denn die Autobahnen sind ja da und alles Mögliche ist ja da. Und die Arbeiterideologie ist ja übernommen worden. International Labour Organizations, also man hat nicht nur hier Werner von Braun geklaut und die ganzen V2-Raketen, sondern man hat auch die Ideologie der Arbeiter geklaut und sie weltweit in diesen Faschismus mit eingebaut, dass die Menschen die Rechte verlieren. Und der Mensch braucht auch keinen Reiseausweis, keinen Staatsangehörigkeit, das ist Blödsinn. Der Mensch braucht nur von der Gemeinschaft der Menschen eine Entität, die sagt, das ist ein Mensch. Gut, aber ob das jetzt beim Fliegen dann anerkannt wird, wenn ich da am Zoll stehe, der will ja irgendwas sehen. Der sagt ja nicht, da steht jetzt ein Mensch vor mir, das kann er ja sehen. Wenn er dann guckt, dann sieht er da einen Menschen, aber der sagt, können sich ausweisen. Ja, wir haben ja nichts dagegen, dass es Staaten existieren, aber in den Staaten sollen bitteschön Bürger sein, die den anderen bürgen und auch entsprechend machen. Also ich könnte jetzt wahrscheinlich 3 Stunden hier sprechen, wir haben also nicht die Zeit, aber ich kann sagen, in den Städten gab es früher eben die Wache. Also das ist im Rotationsverfahren, haben sich Menschen gegenseitig beschützt. Heutzutage, wenn man sieht, die Polizei ist ja eine Landespolizei, sie sind figürliche Agenten. Die Polizei existiert ja nicht in den Städten, sondern sie sind nur figürliche Agenten der Länder. Und Länder, jetzt komme ich zu dem Punkt, dürfen ja nicht in die Städte rein. Städte sind ja Handelszonen. Eigentlich muss es ja Gemeindehand heißen. Dadurch, dass es in den Gemeinden nur Personen gibt, keine Menschen, und dass eben nur Einwohner da sind, können also diese sogenannten Menschen ja gar keine Wahlen, sie können ja nicht an Wahlen teilnehmen, weil sie sind ja Einwohner. Und Einwohner sind einfach wie Messis halt, ne? Das sind irgendwelche Gegenstände, die rumfliegen. Das ist nichts. Okay. So, und aufgrund der unechten Menschen als Einwohner, als Personen, sind die Gemeinden unecht, sind unechte Gemeinden, und die Städte sind Handelszonen und die Länder sind auch Handelszonen. Deswegen gibt es kein Ortsindignat und kein Heimatindignat, also keine Eingeborenen in den Gemeinden und keine Eingeborenen in den Ländern. Deswegen gibt es auch weder eine Bürgerschaft in den Gemeinden noch in den Ländern. Deswegen das Land Bayern oder das Land Hamburg, und die heißen zwar Städte und Freistaat und so weiter, das sind aber nur Begriffe. Im Grunde handelt es sich nur Länder wie Niedersachsen und so weiter, und die Länder sind keine Staaten. Die Länder sind keine Staaten, weil sie ja eben keine echten Menschen haben, sondern nur Personen und Personalkult. Und jetzt werde ich das jetzt nochmal reduzieren auf das andere. Ich hoffe, dass ich jetzt so einen Überschlag mache. Das ist sehr kompliziert. Ja. Das heißt,
Die Bundesrepublik sagt, sie ist ein Bundesstaat. Ein Bundesstaat kann es nicht sein, weil es eben keine echten Bürger gibt, keine echten Gemeinden gibt. Es gibt keine echten Länder, es gibt keine Landkreise echte. Es gibt gar nichts eigentlich. Es gibt, und das nennt man Wolkenkuckucksheim. Weil hier hat man das gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg, im Potsdamer Abkommen steht drin, wurden die Personen, die schon im Zweiten Weltkrieg durch das Gleichschaltungsgesetz, durch die Staatsangehörigkeit zu Personenkult gemacht worden sind, wurden von Deutschland auf die Bundesrepublik umverpflanzt. Im Übrigen, Goethe hat es schon 1814 schon gesagt, am 14. Dezember 1914 war das, glaube ich, dass das passieren wird. Und dadurch, dass die Menschen umverpflanzt sind, sind sie von A nach B, also von Deutschland in die Bundesrepublik, verrückt worden. Also Privatperson, verrückt, verrückt worden. So, und dadurch wurden die Menschen ja eigentümerinternierte Flüchtlinge und sie müssen jetzt, es steht auch in der bayerischen Verfassung zum Beispiel, dass sie wieder zurückverfrückt werden müssen. Steht alles da drin, aber es macht keiner, weil das keiner mehr weiß, weil sich niemand mit dieser Geschichte, wie wir mit 30 Jahren Erfahrung, sich damit gekümmert haben. Also die Staatsangehörigkeitsausweise, das ist alles eigentlich nur ein Firlefanz und jeder, der eigentlich angehörig will, souverän werden will und so weiter und so fort, das ist alles dummes Zeug, solange die Gemeinschaft der Menschen nicht da ist. Und in dem Artikel 132 der Genfer Konvention steht drin, geschützte Personen sind Menschen, deren Gründe der Inhaftierung entfallen sind oder wegfallen. Und sie fallen weg, indem man sich gegenseitig als Mensch erkennt. Man muss nicht unbedingt arbeiten, man kann sagen, aufgrund meines Glaubens darf ich nicht mehr der Bundesrepublik dienen, dann ist die Bundesrepublik verpflichtet, die Menschen zu versorgen, bis das System in sich selber kippen muss. Okay. Glaubensfreiheit. Ich sage zu der Polizisten, ich glaube nicht an euch, ich weiß, dass ihr da seid, denn wer die Existenz der Polizei leugnet, dem klauen sie den Führerschein und so, die Existenz der Bundesrepublik. Nein, die Bundesrepublik existiert ja. Aber ich glaube nicht an sie, ich glaube an die Menschen und an den Schöpferbund. Der Schöpferbund ist der älteste Vertrag. Und so muss man sich auch benehmen. Und jetzt kommt der Polizist, jetzt haben sie natürlich eine Hintertür gelassen, da steht das drin. Ja, wenn der Polizist nicht erkannt, sie die Tat nicht als rechtswidrig erkannt hat, dann trifft ihm keine Schuld. Ja, das ist ja wie so ein kleines Kind. Ja, der Kind ist auch nicht unmündig. Und das ist der Beweis, dass es sich hier gar nicht um Beamte handelt, dass es sich eben nicht um Menschen handelt, sondern um weit unter das Tier gefallene Personenkult der Polizisten und Richter und Staatsanwälte. Also der Polizist kann auch kein Verfahren gegen einen Menschen führen, und der Staatsanwalt und so weiter. Immer nur der Personalkult. Und der gilt nicht für Menschen. Deswegen ist es wichtig, dass die Menschen zu uns kommen. In die Gemeinschaft der Menschen. In der Gemeinschaft der Menschen, dass sie sich einfach nur erklären, dass sie Menschen sind. Was nützt einem das jetzt konkret? Ich meine, das klingt für mich alles absolut einleuchtend auch. Ich finde das toll, wie du es dargestellt hast. Ich muss sagen, ich bin baff. Es hat eine ganz verblüffende Klarheit, dass wir eigentlich auch noch nicht so gehabt haben. Du warst ja auch schon mal da. Da war es auch schon. Danke, Joe. Aber es ist frappierend. Was nützt es mir jetzt, wenn ich das dem Polizisten oder dem Staatsanwalt oder wem auch immer jetzt erkläre? Sagt er dann, okay, lässt er mich dann in Ruhe? Oder sagt er, also ich sag mal so, du hast ja auch vorher gesagt, wenn ich natürlich jetzt irgendwas begangen habe, was mich eben nicht mehr als Mensch ausgewiesen hat, weil ich habe irgendwas Kriminelles, ich habe jemanden geschlagen oder verletzt oder was auch immer, dann kann ich natürlich mich schlechter drauf berufen, ich bin ein Mensch, ihr könnt nichts mit mir machen. Aber wenn ich jetzt als, so ich sehe mich so, ich habe niemandem was getan, ich will einfach, ich lebe so, wie ich auch will, dass andere leben und behandle andere so, wie ich behandelt werden will. Nützt mir das jetzt was, konkret jetzt zu sagen, ich bin ein Mensch, lass mich leben? Also man kann sich, also wir haben, diese Fragen sind sehr wichtig, also man ist verpflichtet, wenn man Mensch ist, diesem System nicht mehr zu dienen, denn man kann nur einem Herrn dienen. Ja, man kann nur einem Herrn dienen, also entweder ist man in der Gemeinschaft der Menschen und versteht das, also ich diene hier diesem System nicht,
Ich habe gesagt, ich kann hier nicht mehr arbeiten, ich bekomme eine Rente. Im Übrigen ist das der Grund, warum ich zum Beispiel, ich will jetzt den Grund erklären, warum ich das oder wie ich dazu gekommen bin. Ich hatte einen Verkehrsunfall und habe auf Schmerzensgeld geklagt, weil ich Schmerzpatient geworden bin. Ich habe sogar vom Europäischen Gerichtshof gewonnen und wir haben den Europäischen Gerichtshof auch gefragt. Im Übrigen deutsches-amt.de steht das nochmal drin. Der Europäische Gerichtshof kann auch nur, da können auch nur Personen klagen. Nicht Menschen, weil dort ist, also alles, was mit Vertretungszwang ist. Wie kann denn ein Menschen, ein Rechtsanwalt vertreten, der eine juristische, eine gedachte Fiktion ist? Der kann doch mein Recht doch gar nicht vertreten. Also auch diese ganzen Anrufe an den europäischen... Das ist alles dummes Zeug. Ist alles grad zuständig für den Menschen, zuständig für den Menschen, für die Aufnahme als Mensch ist das Deutsche Amt für Menschenrechte. Menschenrecht-amt.de, wir haben eine Internetseite, dort können die Gemeinden gegründet werden, die echten Gemeinden für Menschen können dort gegründet werden, dort sind schon etliche hundert Gemeinden gegründet, die werden natürlich noch belächelt und auch ein bisschen bekämpft, weil die Menschen verhalten sich nicht danach, sie müssen regelmäßig eben Gemeindesitzungen abhalten und so weiter, und dann kann man auch nur aus der originären, aus der moralischen Gemeinschaft kann man auch moralische Gesellschaften gründen. Das heißt, was hier falsch läuft in der Bundesrepublik, man kann die Bundesrepublik so komplett übernehmen, aber bei Menschenrechtsverletzungen muss es einen Gerichtshof geben, der also den Polizisten, den Richter und so weiter, der hier was falsch gemacht hat, eben zur Rechenschaft zieht. Das ist leider Gottes nicht möglich, weil es eigentlich im Grunde ein In-sich-Geschäft ist. Die sagen einfach, wieso eine Menschenrechtsverletzung hat ja nicht stattgefunden, weil das sind ja alles Personen. Das sagt man ja gar nicht. Wir haben entsprechende Texte, dass man sich niemals als Person gesehen hat, sondern dass man dem Geschäft auch nicht zustimmt. Wir haben alle Texte da, nur das Problem besteht darin, dass wir seit Jahren die Körperschaften, die wir gebildet haben, diese moralischen Körperschaften, wie das Internationale Zentrum für Menschenrechte oder den Zentralrat Europäischer Bürger und andere, sind durch diese Reichsideologie komplett hier unterwandert worden, so in einem, ich sag mal, Konkurrenz, jeder will einen Staatsangehörigkeitsausweis. Ein Angehöriger ist immer eine Fiktion, immer ein Sklave. Bei uns wird man zugehörig zur Gemeinschaft. Wir verlangen von niemandem etwas. Und dann kann man natürlich auch diese Entitäten machen und diese Entitäten weisen den Menschen als Mensch aus mit seinen Rechten. Wer Personal ist, kann eine Fiktion Rechte haben? Nein. Ja, und deswegen, ich habe hier ein paar Sachen gemacht. Also, wie gesagt, jetzt kommen wir nochmal, damit das abgeschlossen wird. Also selbst ein Polizist, der in dem eigentlich auch ein Mensch stecken muss, muss ja ein Mensch stecken, der sich dann in einem sogenannten griechischen Theater im römischen Zirkuszelt sich befindet, das ist ja alles nur, sind ja alles nur Fiktionen, der ist verpflichtet, dem Menschen zu helfen, aufgrund dessen, dass er ja die sogenannte Garantenpflicht erfüllen muss. Aber es ist nicht richtig, dass der Polizist Platzverweise aussprechen darf. Eine Fiktion kann keinen Platzverweis an Menschen. Das können Sie nur in Ihrem Götzenkult, in den Polizeigesetzen einfach mal reinschauen und Personalvertretungsgesetze mal reinschauen, auch in Bundes- und Ländersachen. Da steht immer drin, was von Personen und Dingen, nicht Menschen. Mensch ist niemals eine Person. Und man hat den Menschen eigentlich reingebracht in diese Person durch das bürgerliche Gesetzbuch im Jahr 1900. Das heißt, die ganzen Kriege, die hier passiert sind, seit der Erste und der Zweite Weltkrieg, habe ich schon immer gesagt, hat was mit Privatisierung zu tun, Privatpersonen. Und diese Privatisierung kann nur stattfinden im Rahmen des bürgerlichen Gesetzbuchs und da muss der Mensch zur Person werden. Also das ist ja, es ist wirklich so frappierend. Weißt du, es ist ja so, wenn ich dir begegne, dann sehe ich, da ist ein Mensch. Und ich komme ja niemals auf die Idee zu sagen, kannst du dich ausweisen, bevor du hier in die Sendung kommst zum Beispiel. Ja. Also die meisten Menschen erkennen sich als Menschen. Nur wenn ich jetzt mit einem Beamten zu tun habe, dann komme ich auf die Idee, können sie sich denn ausweisen? Weil ich sehe zwar, da ist vielleicht noch ein Mensch in der Uniform, aber der will ja seine Funktion ausüben mir gegenüber. Und dann kommen wir eben in diese Ebene, wo wir eben uns nicht mehr als Menschen sehen, sondern in den Konflikt kommen, ja, können Sie sich ausweisen und an der Grenze und so weiter.
Also das ist frappierend, nur was nützt es uns jetzt im Moment? Ja, das will ich nochmal gucken. Jetzt komme ich wirklich, ich erzähle auch den Ausgang. Also jeder, der sich als Mensch erkennt, bei uns registriert, nicht, bei uns wird man nicht registriert, sondern bei uns kann man eben die Identität bekommen, dass man als Mensch in der Gemeinschaft sich erkannt hat. Und wer sich als Mensch erkennt, ist, gehört zu den geschützten Personen. Also beispielsweise ein Botschafter der türkischen Republik braucht einen Diplomatenausweis, weil er ja eine Person ist. Er bewegt sich ja im Personenkreis des Gesunkos und die Personen greifen sich ja selber auch an, wie ein Virus. Mhm. Und ein Mensch braucht das nicht. Ja, ich habe also die türkische Regierung angeschrieben, habe gesagt, sie möchten bitte meine Geburtsurkunde löschen, sie möchten meinen Nachnamen löschen. Also der Nachname ist das Vermögen. Ja, der Vorname ist die Eigenschaft. Ich heiße Selim, ich bin was weiß ich, das bedeutet so und so nach der Definition. Das ist das eine Eigenschaft, ja, so wie Joe ist eine Eigenschaft. Und der Nachname ist der Charakter oder Eigenname. Genau, ja. Das ist das Vermögen. Mhm. Ja. Okay. Und dann gibt's die Ehre, das ist die Familie und so weiter. Der Stammvater ist Adam und Stammzugehörigkeit ist der Schöpferbund. Ja, das ist alles, diese Verträge sind alles geregelt. Wir haben auch darüber ganz viele Musterbriefe und so weiter. Das Problem ist einfach, wir müssen diese ganzen Organisationen, die sich für eine bessere Welt sich einsetzen, müssen jetzt langsam auch mal zu unseren Schulungen kommen, müssen mal geschult werden. Wir haben zum Beispiel morgen schon die nächste Schulung und am Montag die Schulung. Wir machen das in Uslar und seitdem wir die Schulung jetzt angekündigt haben, wird die schon seit, was weiß ich, 50 Jahre, ich schätze wohl 30, 50 Jahre alte Jugendherberge jetzt plötzlich nächsten Monat geschlossen. In Uslar, oder? In Uslar. Okay. Ja. Ist das überfordert, oder? Ja, also man sieht, dass man uns, also wir hatten ja auch eine Schule in Neumünster, die wurde dann kurzerhand auch geschlossen, nachdem dort Polizisten mit Einsätzen die Schule gestürmt haben. Wir machen ja nichts Verbotenes, sondern wir bringen den Leuten die Wahrheit und das Licht der Wahrheit. Mhm. Und man sieht daran, dass diese Bildung, die wir hier bringen, für die sehr gefährlich ist. Mhm. Daneben gab es natürlich auch diese ganzen Angriffe auf unsere Organisationsstrukturen und auf mich persönlich auch. Der letzte Angriff war letzte Woche, wo ich verletzt worden bin in Karlsruhe. Da wurde das wurde auch berichtet, die Polizei stürmte dann nachts um 11 Uhr unsere Räumlichkeiten und ich bin dann dazu gestoßen, der mit Maschinenpistoleneinsatz geführte Einsatz mit über 20 Leuten drumherum fuhren dann wie bei John Wayne die Fahrzeuge herum. Dann gab es ein mobiles Einsatzkommando von Staatsanwalt und Richter. Die hätten sofort Haftbefehle, was weiß ich, ausgestellt und so. Und dann dieser Einsatz mit Maschinenpistolen. Ich wurde dann, weil ich nur gestanden habe, wurde ich dann sofort abgeführt, Handschellen drauf. Ich wurde überall verletzt, durch den Boden geschliffen, alles Mögliche. Nur damit ich entfernt werde. Also ich bin für die eine Gefährdung, weil ich ein Mensch bin. Mhm. Alleine, weil ich ein Mensch bin. Es war sehr lustig. Nachher stellt sich heraus, dann haben sie dann 40 Fahrräder mit Maschinenpistolen dann abgeführt, verhaftet. Und letzte Woche rief dann die Polizei an und sagte, ja, die 40 Fahrräder konnten jetzt aus der Haft entlassen werden, weil sie da wurden Wohnwagen aufgebrochen und Container aufgebrochen. Und man fand überhaupt nichts, weil wir machen hier nichts Falsches. Ja, genauso wie in Neumünster das passierte oder wo, und in der Jugendherberge können sie ja nur die Jugendherberge schließen, also haben sie die Jugendherberge jetzt geschlossen. Also, was ich damit sagen will, mit der Polizei, die Polizei ist es, die diese ganzen verrückten Dinge hier eigentlich macht. Und die Polizei darf eigentlich nur dem Menschen dienen, deswegen haben sie einen Dienstausweis, mir gegenüber als Mensch, und wenn sie einem Menschen gegenüber den Dienstausweis nicht zeigen, dann zeigen sie, dass die Menschen eigentlich nur Personen sind und dass sie selbst die Personen missachten, denn einer gedachten Sache braucht ja eine juristische gedachte Sache ja keinen Ausweis zeigen. Sie sind aber zur Ausweispflicht verpflichtet gegenüber dem Menschen, deswegen holen sie den Dienstausweis. Und sie sind nicht beamtet. Sie können gar nicht beamtet sein, weil wie soll denn ein Ding an etwas glauben? Der Mensch kann etwas glauben.
Und jetzt komme ich zu dem Punkt, wo ich sage, gleiches Recht für alle. Nach dem Artikel 19 Grundgesetz heißt es ja, das Gesetz muss nicht für den Einzelfall, sondern für die allgemeingültig sein. Wenn die Polizeigesetze stimmen, und wir sind ja nicht da, um Gesetze zu ändern oder sie aufzuheben, sondern wir sind da, um die Gesetze des Schöpfers und den Vertrag zu erfüllen. Wenn es so wäre, dass also selbst dieses Gesetz Gültigkeit hat, das Polizeigesetz, ich habe dann gefragt, Sie dürfen doch nur einen Menschen festnehmen oder selbst sogar nur eine Person festnehmen, wenn einer Person ein Tatverdacht vorliegt, so wie in § 127 Strafprozessordnung. Da sagt der Polizist zu mir, und da habe ich die Erkenntnis bekommen, nämlich die Metaphysik der reinen Vernunft, da sagt er, das steht im Polizeigesetz so drin, und da habe ich geguckt, da steht drin, Sie dürfen also Personalfeststellung machen. Da habe ich gesagt, dann darf ich dich ja auch feststellen lassen, wer du bist, denn ich bezichtige dich des Amtsanmaßes gegenüber mich als Menschen. Und das ist ein Straftatbestand. Also kann ich dich sogar mit dem Straftatbestand dich jederzeit festnehmen, Polizei. Ich darf auch den Polizisten zu seiner Identität befragen und wenn er es nicht macht, zusammenschlagen und prügeln, weil da steht ja im Polizeigesetz drin. Wer sich nicht ausweisen kann, wird zusammengeprügelt. Ist unmittelbarer Zwang, darf nur auf Personen und Sachen angewandt werden. Ja, aber ein Mensch ist doch keine Sache. Ein Mensch ist doch keine Person. Ja. Und da sie uns nicht dienen, sondern uns verletzen, habe ich sogar als Mensch die Garantenpflicht, jeden Polizisten, den ich sehe, einmal in den Popo zu treten. Weil sie existieren ja nicht. Also selbst wenn ein Polizist eine Sache wäre und man würde den Polizisten, so wie letztens, ja, Staatsanwaltschaft ist erschossen worden, Richter ist erschossen worden, ja, wenn das alles nur Fiktion sind, dann kann man dafür nicht bestraft werden, weil das nur gedachte Sachen sind. Man würde nicht glauben, ja, wenn zu mir einer kommt und mich verletzt, dann bin ich verpflichtet, mich zu schützen. Ja. Und Rechtsraub ist ein geschütztes, ist das oberste Geschützte, was ein Mensch haben kann. Sein Recht zu rauben durch Gesetz ist eigentlich ein Rechtsraub. Und jeder, der zur Wahl geht und sagt, mehr Demokratie, mehr Wahlen, mehr Politik, der ist bekloppt. Das ist eine Privatperson. Und ich kann euch nur sagen, hört auf mit dem Blödsinn, bekennt euch zu den Menschen, seid Mensch, benimmt euch wie Menschen und ihr werdet auch frei werden. Zu der Genfer Konvention, jeder, der nach Artikel 132 Genfer Konvention frei wird und dennoch nicht so behandelt wird, hat die Möglichkeit, dann bei dem ICC in Den Haag zu klagen, aber als Person. Jeder andere, der Mensch ist, kann bei uns, wir haben den Gerichtshof der Menschen, und zwar nach dem Schöpferbund, und den darf ja keiner verleumden, auch nicht die Bundesrepublik, kann bei uns eine Anzeige erstatten wegen Verletzung seiner Rechte als Mensch. Und da gibt es ein einfaches Formular, einfach ausfüllen und reinschreiben, wer hat das getan, also aus welche Fiktion, denn sie zwingen uns ja, dadurch, dass sie, das ist Ordnungswidrigkeiten, sie zwingen uns, in ihren Götzenkult einzutreten, machen uns zur Person und damit begehen sie Blasphemie. Sie verleumden den Schöpferbund. Das Göttliche in mir, als Mensch. Als Mensch. Dir, ja? Für mich bist du ein Bruder und du wirst immer ein Bruder bleiben. Ja. Ich habe keinen Grund, dich zu verletzen, es sei denn, es gibt einen Grund. Ja. Es gibt keinen Grund. Ja. Und die Leute, die affektiv oder peinlich handeln, natürlich müssen sie aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden, so wie es im Genesis auch beschrieben wird. Aber deswegen hat man ja früher die Leute ja auch ausgesetzt, die Mayflower und so weiter, und man hat die Menschen nicht getötet, weil die wissen das alles. Ja? Und ich bin mir in der Zwischenzeit nicht sicher, welche Geschichte überhaupt noch wahr ist. Ich weiß es nicht mehr. Selim, ich muss sagen, wir müssen irgendwie zum Schluss kommen, aber es ist wirklich, ich bin wirklich bewegt, das so klar dargestellt zu haben. Was wir damit machen, ist natürlich, du hast ja selber erzählt, wie gefährlich es ist. Also sie haben Angst davor, dass diese Wahrheit sich verbreitet. Wir können es hier bei Bewusst TV hoffentlich ein paar tausend Menschen damit erreichen und ich hoffe, es trägt sich weiter fort. Wir können natürlich, die können dann nicht alle tausend Menschen dann verprügeln oder so behandeln wie dich in Karlsruhe oder was hier immer wieder passiert. Also Fragen können Sie nicht beantworten. Ein Beispiel, wir haben eine Dame, also eine Ehre, eben ein Menschen. Sie war 15 Jahre lang in der Psychiatrie oder psychiatrisch betreut und wir haben sie hat uns letzte Woche geschrieben und sie ist jetzt aus dieser Betreuung raus.
wie funktioniert das? Sie hat erklärt, sie ist ein Mensch, sie hat unsere Erklärung vom Gerichtshof der Menschen geschickt, dass solche Sachen verboten sind, unter Strafe stehen, das ist ein Merkblatt. Sie hat dann beim Gericht gefragt, bin ich jetzt hier, ich gehöre zur Gemeinschaft der Menschen, bin ich hier jetzt psychiatrisiert bzw. unter Betreuung gestellt als Mensch oder als Person? Und ruckzuck, 2 Wochen hat es gedauert, war sie draußen. Okay, wunderbar, Selim. Ich denke, das ist wirklich wichtig, dass wir diese Sendung gemacht haben. Ich bin dir sehr dankbar. Auf eurer Seite, wie heißt jetzt, gibt es schon Gemeinschaft der Menschen als Seite oder wo geht man? Also wir haben menschenrechten-am.de. Wir haben auch menschenrecht.at, das ist die österreichische Seite, und menschenrecht-am.de ist in Deutschland. Darunter gibt es FAQs und ganz viele Informationen, auch Musterschreiben und so weiter. Und da gibt es auch den Link zum Gerichtshof der Menschen, und beim Gerichtshof der Menschen, also bitte nicht beim ICC machen in Den Haag, weil der ICC in Den Haag ist nur für Staaten zuständig. Mhm. Nur zu für Staaten. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist nur für Personen zuständig. Mhm. Auch wenn ihr dort gewinnt, ihr bekommt da gar nichts. Mhm. Und das ist auch der Grund gewesen. Ich habe zwar gewonnen, ich habe alles gemacht, ich habe alle Verfahren gewonnen, aber ich konnte keinen Schadensersatz für mein Schmerzensgeld bekommen, weil eine Fiktion kann ja kein Schmerzensgeld bekommen. Ein praktisches Beispiel, wenn jemand mit einem Porsche dich kaputt fährt, dann wird der Porsche 100% bezahlt, weil es eine Sache ist. Aber der Mensch kriegt vielleicht 60.000, 70.000, aber die Sache ist mehr wert als der Mensch. Ja. Deswegen sind die Schmerzensgeldtabellen hier weit unter dem, was woanders gezahlt werden könnte, weil hier ist der Mensch eine Fiktion, nichts wert. Und dafür habe ich 30 Jahre gebraucht, um das zu verstehen, warum hier die Schmerzensgeld- und Todesgeldtabellen oder die Gliedertaxe eigentlich nichts bedeutet. Denn wenn man sich anschaut bei der Berufsgenossenschaft, man hat ständig Schmerzen durch einen Arbeitsunfall, dann man bekommt für die Schmerzen nichts, weil man ja eine gedachte Sache ist. Also Leute, ich kann euch nur sagen, wacht langsam auf, und das ist eben die Erkenntnis, die wir euch geben können. Lernt daraus und werdet Menschen. Werdet Menschen, und das ist nämlich die Sinnesflut, nicht die Sinnflut, sondern die Sinnesflut, die Joe hier einleitet mit mir. Ja, ist die Sinnesflut, die dieses Jahr eben kommen wird. Werdet Mensch, das ist unsere Botschaft. Und ich lade euch alle ein. Ich hoffe, Joe, du bist dabei, dass du das noch mit unterstützt. Ich finde das ganz toll, muss ich ehrlich sagen. Es passt auch wunderbar in diese Zeit des Bewusstseinswandels, dass uns jetzt bewusst wird, wir sind Menschen. Bewusst TV. Wir werden die ganze Zeit behandelt eben wie Sachen oder noch darunter. Du hast es sehr gut dargestellt. Du hast erzählt, ja, man könnte noch Stunden machen. Ja. Wir machen sicherlich das auch nochmal wieder. Aber ich fand das, was jetzt in dieser, ich weiß nicht wie viel, Dreiviertelstunde oder was passiert ist, wirklich bemerkenswert. Und dafür danke ich dir, Selim. Vielen Dank. Ich danke dir.